Stelle den Boden aus dickem Karton her. Er sieht aus wie eine Pfote. Das zweite Teil wurde zu einer Bärensilhouette. Suche Wandfarben aus. Und verbinden wir nun die Wand mit dem Boden. Wow, das sind echte Pfoten. Betone die Seiten des Bodens und die Wände. Pastellpink lässt das Zimmer süß aussehen. Nimm Teile für ein Bett. Baue sie zusammen. Befestige die Bodenplatte. Jetzt wird es Zeit für Schubladen. Was für eine schöne Vorderseite. Füge Seiten hinzu. Jemand hat Perlen verschüttet. Nimm eine als Griff. Befestige eine Schublade dran. Teile den oberen Teil mit einem süßen Zaun ab. Das Bett kommt dahin. Füge eine obere Schicht hinzu. Füge einen Rahmen für den Bären hinzu. Es gibt ein Fenster mit einem Baldachin und einem Regal. Wow, es gibt sogar Rollladen. Auf die Unterseite kommen drei Schubladen. Die Rose blüht. Schneiden wir den Stängel ab. Gebe sie in einen kleinen Blumentopf. Die Lieblingsblume des Bären befindet sich auf der Fensterbank. Hallo, süßer Bär! Die Lalilu-Basteleien benutzen seine Magie auf dem Spielzeug. Schnipp! Der Bär ist geschrumpft. Lege die Figur in die Nähe der Blume. Falte etwas Punktstoff, um die richtige Form zu erhalten. Vervollständige sie mit einem Tülleinsatz. Band, komm her! Bedecke die untere Schicht. Ein Stoffstück plus Füllmaterial. Schnipp! Das süße Kissen passt super zur Bettwäsche. Jetzt ist das Bett ein gemütlicher Ort zum Schlafen. Das kleine LED-Licht macht die Atmosphäre magisch. Und der Bär wird keine Angst vor der Dunkelheit haben. Ein gestreiftes Bettlaken und Kissen machen das obere Hochbett bequemer. Hier ist ein Märchenbuch. Es zu lesen wird dem Bären helfen, einzuschlafen. Stelle das Bett jetzt in die Mitte des Zimmers. Hier werden süße Träume gemacht. Wir haben ein paar Teile für die Treppe. Ein pinkes Brett. Und ein weißes Brett. Stufe für Stufe wird sie größer. Stumpf, stumpf, wir sind endlich oben. Jetzt ist es sehr einfach, auf das obere Bett zu kommen. Lege alle Teile in einen Becher. Schüttle ihn. Und voilà! Die Lalilu-Bastelei-Magie hat einen Nachttisch kreiert. Auf ihm befinden sich das Lieblingsbuch des Bären und eine Kristallvase mit Blumen. Es sieht so süß aus. Stelle eine Rutsche her. Verbinde die Seiten mit einer Abtrennung. Unten befindet sich eine Stütze für glattes Rutschen. Schneide einen Schaumpapierstreifen ab. Runterrutschen macht so viel Spaß. Das Zimmer steckt voller Überraschungen. Man geht die Treppe hoch, um zu schlafen, und kommt die Rutsche runter. Das ist der Traum jedes Kindes. Wow, es gibt so viele Sticker. Welchen wählen wir? Stern, komm her. Er wird die Oberseite der Rutsche dekorieren. Bär, zeig uns, wie es gemacht wird. Wow, diese Rutsche ist so groß, aber ich habe keine Angst.
Stelle aus ein paar Teilen einen Puppentisch her. Die puttenförmige Tischplatte ist so außergewöhnlich. Alles ist bereit für eine Teeparty. Die Teile verbinden sich, um einen kleinen Stuhl herzustellen. Die Rückseite hat ein Bärengesicht. Schütze es mit Nagellack. Was befindet sich unter den Bechern? Es ist ein weiterer Stuhl. Und noch einer. Wow. Es gibt genug Platz für alle. Aber wir haben nur zwei Becher. Lassen wir die zwei Stühle in der Nähe des Tisches stehen. Und der dritte kommt in die Ecke in die Nähe der Rutsche. Wow, ein Schaukelpferd. Der Bär hat schon immer davon geträumt, so eins zu besitzen. Aber es ist zu groß. Lass uns ein kleineres entwerfen. Genau so. Füge ein paar Reifen hinzu. Wiederholen wir das Gleiche auf der anderen Seite. Halte dich an den Griffen fest, damit du nicht runterfällst. Das ist das erste Fahrzeug unseres Bären. Willkommen, Pferd! Befestige ein LED-Licht in einem Deckel. Verstecke überschüssige Kabel hinter dem tierförmigen Rahmen. Verbinden wir sie. Ziehe die Kabel durch ein Loch in der Unterseite. Ein alter Block hat zwei neue Batterien bekommen. Wir müssen den Lampenschirm und die zweite Glühbirne anbringen. Gib die Batterien rein. Schnipp! Und ein sanftes Licht füllte das Zimmer. Verstecke die Batterien hinter der Klappe. So sieht es viel gemütlicher aus. Wow, der Bär hat seinen ersten Gast. Die Katze mag das kleine Zimmer. Hier gibt es so viele Sachen. Miau, dein Zuhause ist so gemütlich. Ich möchte schlafen. Zwei Mini-Zeichnungen von Bären befinden sich in den Rahmen. Und Uhren. Jetzt ist die Wand über dem Bett mit Bildern dekoriert. In einer Blechdose befinden sich Perlen. Leihen wir uns ein paar Blumentöpfe aus. In jedem wachsen Pflanzen. Jetzt besitzt das Haus viel Grün. Das ist schön. Stelle ein paar Würfel aus Teilen her. Jedes Kinderzimmer braucht süße Spielzeuge. Dieser Stoff ist so weich. Schneide ein rechteckiges Stück aus. Oh, es ist ein flauschiger Teppich. Lege ihn in die Nähe des Bettes hin. Jetzt werden die Bärenpfoten warm sein. Und er lernt es mit den Alphabetwürfeln zu buchstabieren. Dieses magische Zimmer wird alle beeindrucken. Es ist so süß und bequem, dass man für immer hier bleiben will. Mary hat ihr Lieblings-Hello Kitty-Spielzeug ins Badezimmer mitgebracht. Ein warmes Licht hat ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Wow, schau mal, wie schön es hier ist. Ich bin so froh, dass uns der Bär eingeladen hat. Er hat versprochen, dass es Donuts und Tee zum Frühstück gibt. Schauen wir uns um. Oh, ich sehe, dass du gerne auf einem Pferd reitest. Ich möchte es auch probieren. Das macht so viel Spaß. Die Puppe erkundet das Bett. Zuerst muss sie hochklettern. Schritt für Schritt. Es ist so bequem hier drin. Süße Bilder an der Wand. Das sind wahrscheinlich die Zeichnungen vom Bären. Cool, ich rutsche die Rutsche runter. Ja, lass uns fliegen. Halte dich fest. Oh, es gibt hier noch etwas. Sie ist auf einen Stuhl geklettert und hat die Uhr gesehen. Oh, schade, dass ich sie noch nicht lesen kann. Aber das lerne ich noch, wenn ich groß bin. Ich bin so froh, dass uns der Bär zu seiner Hauseinweihungsparty eingeladen hat. Er hat ein schönes Zuhause. Morgen begeben wir uns auf ein neues Abenteuer und jetzt wird es Zeit, schlafen zu gehen. Süße Träume, Kitty.